Cremiges Schokoschicht-Dessert im Glas, ohne Ei gemacht. Das ist der Traum einer süßen Verführung. Wenn ihr wissen möchtet, wie man dieses Dessert macht, dann schaut euch das Video ganz genau und bis zum Schluss an, denn es sind einige Kniffe zu beachten. Alles halb so wild und ich kann euch sagen, es lohnt sich. Das Dessert ist oberlecker und schaut allein mal, wie das aussieht. Das ist doch ein Eyecatcher. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Hier schon mal der Überblick über einige Zutaten. Ein bisschen was kommt noch hinzu, das zeige ich euch jetzt. Hier die Zutaten im Einzelnen. 100 Gramm Butterkekse, 150 Gramm körniger Frischkäse, 150 Gramm Naturjoghurt, 3,5%ig, 100 Gramm gezuckerte Kondensmilch, 50 Gramm Zucker, 1 bis 2 Bananen, 200 Milliliter Sahne, 1 Päckchen Sahnesteif, 2 Teelöffel Sofortgelatine, 2 gehäufte Esslöffel Backkakao und Topping nach eurer Wahl. Alle Zutaten zum Nachlesen auch hier unter diesem Video. Als erstes müssen die Kekse fein zerbröselt werden, sie ergeben eine der Schichten. Dann gebt ihr den körnigen Frischkäse in den Gemüsezerkleinerer, den Naturjoghurt dazu und dann die gezuckerte Kondensmilch. Jetzt noch den Zucker dabei und dann alles kräftig verrühren. Ich habe dieses Gerät verwendet, damit der körnige Frischkäse nicht mehr körnig bleibt, sondern glatt wird. Wenn alles glatt verrührt ist, geht's eine Stunde in den Kühlschrank. Nun bereitet ihr die Sahne vor. Sie muss etwas steifer sein, als wie ihr Sahne gewöhnt seid. Dafür kommen während des Aufschlagens 2 Teelöffel Sofortgelatine und ein Päckchen Sahnesteif hinzu. Die Sahne fügt ihr dann der gut gekühlten Grundmasse hinzu. Alles vorsichtig zu einer glatten Creme verrühren. Die Hälfte der Creme bleibt weiß, die füllt ihr in eine separate Schüssel. Zur anderen Hälfte rührt ihr nach und nach den Kakao hinzu. Da eine weitere Schicht aus Bananen besteht, schält ihr 1 bis 2 Bananen und schneidet sie in Scheiben. So, die Vorbereitungen sind beendet, jetzt geht's an Schichten der Gläser. Die erste Schicht besteht aus der weißen Creme. Darauf kommen die zerbröselten Kekse. Dann kommen die Bananen ins Glas und auf die Bananen kommt die dunkle Creme. Und oben glatt verstrichen, dann nochmal ein paar Kekskrümel drauf und zum Schluss das Topping. Und so sieht das Dessert dann fertig aus. Boah, ich kann mich gar nicht satt sehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr an weiteren Dessertideen von mir interessiert seid, dann schaut euch hier oben meine Playlist Desserts an. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.